Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Papa Oki und heute schauen wir uns mal wieder ein Case an, und zwar von Techware, des Nexus M in Schwarz-Rot. Wie sich das so schlägt, das erfahrt ihr hier. Seid gespannt. Ja, das ist also das Nexus M von Techware. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier ein schwarzes Case mit roten Tray und Tunnel. Also von dem her schon mal optisch ganz schön gemacht. Es hat eine Echtglasscheibe, hinten ganz normales Blech, kommen wir gleich dazu. Ja, und es ist doch ziemlich kompakt. Also ich zeige es euch auch mal von vorne. Also ihr seht, hier vorne haben wir eine geschlossene Kunststoffwand, die ein bisschen so aussieht wie ja, gebürstetes Metall lackiert, also von dem her ganz gut. Wir haben auf der anderen Seite hier Lufteinlässe, also es ist nicht ganz geschlossen, wie gesagt nur auf der Seite, und von unten kommt noch ein bisschen Luft rein, das war's. Also High-End-Komponenten sollte man vielleicht nicht unbedingt reinbauen. Wir haben aber noch oben einen Lufteinlass. Und hier haben wir dann auch einen Staubfilter drauf. Und da oben können wir 220 mm Lüfter oder einen 240er Radiator einbauen. Ja, wenn wir hier oben sind, schauen wir uns auch den Rest an. Und zwar haben wir oben einen USB 3.0, noch einen USB 3.0, einen Mikrofoneingang, Kopfhörer, Ausgang, ein Fake, da ist nichts drin, kann man sich vielleicht selber noch was reinbauen, keine Ahnung. Power-LED, HD-LED, Reset-Switch und Power-Switch. Ja, und hinten haben wir auch alles wie gewohnt. Wir haben für I/O-Slot den Ausgang. Wir haben hier unsere ganz normalen Slotbleche, alle zum Ausbrechen, wobei eins dabei ist, das man wiederverwenden kann. Und hier unten für den Power, fürs Netzteil der Ausgang, und natürlich unseren beliebten Abschluss da oben drüber, ja. Und hinten ganz normale Blechwand. Dann machen wir es doch mal auf. Wir haben hier ganz normale Rändelschrauben. Schauen wir mal, ob es aufliegt. Jawohl, es liegt auf so Gummipuffer auf. Also es saust nicht sofort runter. Die Glasscheibe ist eben hier so schwarz lackiert, damit man dann die ganzen Kanten und so nicht sieht. Auch sehr schön. Ja, im Innenraum haben wir eben unser schwarz lackierten Netzteiltunnel. Da können wir auch noch einmal zwei 120 mm Lüfter draufbauen, wenn wir noch unten oder wenn wir die Luft absaugen wollten. Aber eigentlich, das Netzteil kriegt von vorne ja Luft und von unten Luft. Auch hier haben wir einen Staubfilter und der zieht praktisch von unten und bläst sie gleich wieder raus. Das heißt, Netzteil bringt keinerlei Wärme ins Gehäuse, so gehört sich das. Wenn wir schon unten sind, die Füße sind Kunststofffüße ohne irgendwas, das heißt, die rutschen rum. Da würde ich mir noch so Gleiter drauf machen. Mitgeliefert werden drei Lüfter, 320 mm Lüfter, die gesteuert sind. Man kann sie entweder mit Molex ansteuern, nur mit Strom, oder eben übers Mainboard. Das ist vernünftig. Auch hier das Allergleiche. Also die Lüfter machen schon mal keinen schlechten Eindruck, zumindest vom Anschluss her. Schauen wir mal, dass das mitgelieferte Zubehör. Wir haben hier Schrauben selbst für Radiatoren. Wir haben hier Kabelbinder. Wir haben noch so Stands fürs Mainboard und genügend Schrauben. Also ordentliche Ausstattung. Immer im Hinterkopf behalten, ich glaube, ich habe es noch gar noch nicht gesagt, das Case hat uns 29 Euro gekostet. Das kriegt man so zwischen 29 und 39 Euro. Ja, das ist echt brauchbar für den Preis, muss ich jetzt schon sagen. Da innen ist alles sauber lackiert. Da gibt es auch nichts, was Ungewöhnliches. Verbauen kann man ITX Mainboards und Micro ATX Mainboards. Das war's, also große ATX passen nicht rein.
Festplatten kann man entweder da oben eben drauf machen auf dem Tunnel. Da kann man hier zwei und hier zwei drauf bauen. Oder dann wahrscheinlich im Hintergrund und unten. Dann, okay, das machen wir jetzt mal hinten auf, dann sehen wir das. Also die Schrauben sind zwar Daumenschrauben, aber der Kunststoff ist so rutschig. Da habe ich jetzt sogar einen Schraubenzieher gebraucht, um das zu öffnen. Hinten haben wir unser Blech. Natürlich wobbelig wie immer. Es ist ja auch ein billiges Case. Aber zumindest ein bisschen verstärkt. Also es geht gerade noch. Ich würde in dem Fall dann vielleicht hinten irgendwas drauf machen, damit es nicht ganz so hellhörig wird. Weil sonst ist das Case eigentlich schön. Vor allem mir gefällt eben der rote Innenraum. Ja, hinten wird es auch ziemlich eng. Hier in dem Bereich haben wir eigentlich gar nichts. Ja, da haben wir, da kann man gar nichts, da ist null. Also da, wenn ich das hinhalte. Wenn es 2-3 mm sind, für Kabelmanagement ist viel. Das heißt, das Kabelmanagement, entweder unten im Tunnel was geht, ansonsten hat man hier eine kleine Fläche, die ist, naja, 1,5 cm tief. Da muss man dann wirklich die Kabel verlegen und dann zum Mainboard hinführen. Die Anschlüsse sind, wie man es halt kennt, USB 3.0, HD-Audio, USB 2.0 gibt es nicht, da haben wir keinen Anschluss mehr vorne. Und eben die ganz normalen Power Switch, Reset Switch, LED für Power und für HD, ganz normal. Ja, hier unten können wir dann noch eine Festplatte, eine SSD einbauen. Für mehr ist gar kein Platz, für 3,5 Zoll ist es gar nicht vorgesehen. Das heißt, in dem Case könnt ihr nicht einmal mehr als das 3,5 Zoll Laufwerk verbauen. Aber wer hat es heute schon noch? Ich meine, wer sich seinen Rechner in so ein etwas schöneres Gehäuse baut, wird auch moderne Komponenten haben. Sollte er doch einmal eine größere Festplatte noch haben, muss er es halt mit zwei Schrauben hier unten irgendwie befestigen. Muss man halt ein wenig basteln. Platz von der Größe her wäre schon. Dann kommen wir doch mal zu dem Maße von dem Case. Also 37 cm in der Tiefe, wenn man hinten diese Aussparung noch mitmisst, dann sind wir wahrscheinlich bei 38, das wird sogar ein bisschen mehr sein. 38,5 cm. In der Breite haben wir 18,5. Wenn wir dann die zwei Schrauben noch dazu zählen, haben wir 19,5, die Rändelschrauben, wo dann rausstehen. Und in der Höhe haben wir 39,5 cm. Ja, dann schauen wir uns noch die Höhe vom CPU-Kühler an. Das sind 15,5 cm und die Grafikkarte 31 cm, wenn er die Lüfter vorne drin lasst. Und ja, könnt ihr noch einmal 33 cm ohne die vorderen Lüfter, die würde ich aber drin lassen. Zumindest von der Seite zieht er ja doch Luft rein und ja. Ich würde, wenn, dann überhaupt nach oben noch Luft abziehen, dass so ein Untersog ist, dass von vorne mehr Luft reinkommt. Ja, ich wollte ja hier eigentlich eine 240er I.O. einbauen und eben von vorne die Luft rein, aber da kommt zu wenig Luft rein. Also ich werde hier Komponenten einbauen, die nicht so stromhungrig sind und damit auch nicht so viel Wärme produzieren. Vielleicht werde ich da oben noch RGB-Lüfter einbauen. Schauen wir mal, ich habe ein Set, so ein Dreier-Set, dass ich die entweder hier und hier einbaue oder eben vorne, das sehen wir dann, soll ja ein bisschen schön auch ausschauen. Ja, ansonsten, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Gewicht waren so um die 3 Kilo, wie noch alles dran war. Das ist ein ziemlich leichtes Gehäuse. Ja, aber alles in allem muss ich sagen, für 30 Euro macht es echt einen guten Eindruck. Jetzt bauen wir mal die Komponenten ein und wenn das soweit ist, melde ich mich noch einmal mit einem Fazit. Ja, das ist also unser Techware Nexus M. Ein Case ohne große Stärken oder Schwächen. Also ich habe schon billigere gehabt, ich habe natürlich auch schon bessere gehabt. Von der Verarbeitung her, das Blech ist ein bisschen dünn, das ganze Case ist ein bisschen leicht, aber es ist einwandfrei zum Verbauen gewesen. Das passt dann Micro ATX oder ITX Mainboard ganz genau rein. Ihr habt
keinerlei Luft, denn es ist wirklich ein bisschen ins Case eingesetzt, also so eine richtige Ausbuchtung für das Mainboard. Scheibe und alles ist in Ordnung. Die Lüfter, die dabei sind, wären auch in Ordnung, aber man hat für jeden Lüfter einen einzelnen 3-Pin-Anschluss. Das heißt, ihr braucht ein Mainboard, wenn ihr alle drei Lüfter, die ja mitgeliefert werden, anschließen wollt, drei extra Anschlüsse für Case-Vans. Oder ihr kauft euch eben so eine Kabelpeitsche, mit der könnt ihr dann die anschließen. Ich habe sie jetzt erst einmal nur über Molex angeschlossen, damit sind sie natürlich nicht gesteuert. Die Kabelpeitsche habe ich bestellt, das werde ich noch ändern. Ich habe auch den Lüfter hinten, den schwarzen Standardlüfter, der mitgeliefert wird, rausgenommen und habe dafür einen RGB-Lüfter rein. Einen, der steuerbar ist, hat einen ARGB-Lüfter. Die Steuerung habe ich ins Case reingebaut. Ich möchte es nicht über das Reset schalten können. Könnte man aber auch machen. Aber das ist jetzt im Case drin, denn eigentlich möchte ich ihn so rot lassen, wie er ist. Denn ich finde, es passt zu dem Case. Es ist ja innen alles rot lackiert. Das Mainboard ist grün. Und wenn man das alles in rot macht, dann wirkt das Mainboard dunkler und somit fällt das Grün nicht so auf. Ihr seht auch, wir haben eine MSI GTX 1060 reingebaut, denn die hat so rote Akzente und auch die Lüfter leuchten rot, also das ganze System haben wir in rot gebaut. Ja, auch für Kabelmanagement war genügend Platz hinten, wie ihr seht. Also ich konnte hier richtig schön alles aufräumen. Für so ein kleines Case echt in Ordnung. Ansonsten Airflow ist auch in Ordnung. Wir kriegen zwar von vorne nur hier an der Seite etwas Luft rein, aber wir haben natürlich auch oben die Möglichkeit, zusätzliche Lüfter einzubauen. Momentan reicht es. Also wir haben vorne die mitgelieferten zwei Lüfter, hinten unseren RGB-Lüfter. Das heißt, die ziehen von der Seite rein und nach hinten raus. Wir haben etliche Spiele jetzt drauf gespielt und die Temperatur war alles im grünen Bereich. Deshalb, wer keine High-End-Komponenten verbauen möchte, kriegt hier ein solides und vor allem kompaktes Case. Also ich finde es schick. Würde mich natürlich eure Meinung interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn noch nicht getan. Ansonsten schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.